Ein herzliches Hallo und einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Ja, bei mir ist ja eigentlich Mittwoch. Ich muss mir überlegen, was ich sagen soll. Ja, wir haben jetzt wie gesagt Mittwoch. Ich habe heute wieder ganz normal mal Futter geholt. Hab's gerade sortiert, waren 5 Kisten. Und ja, was habe ich wieder rausgekriegt? Einen Eimer für die Gänse und Enten oder Ente. 4 Eimer für die Hühner und Schweine. 2 Kisten für die Pferde und einen Pott, der gerade vor sich hinkocht, für die Schweinchen. Ja, und der Pott für die Schweinchen ist natürlich ein bisschen wenig. Die sollen ja groß und stark werden, ne? Und von daher habe ich mir gedacht, ach komm, da kannst du noch irgendwas aus den eigenen Bestände. Ich habe noch Kartoffeln. Habe ich mir gleich einmal unten im Kartoffelkeller noch geholt Futterkartoffeln. Einmal den Pott. Also man sieht schon, die treiben jetzt so langsam aus. Und den Pott hier drüben, der muss gekocht werden. Da sind jetzt dann auch größere dabei. Von denen, die eigentlich für uns selber zum Essen gedacht waren, aber die braucht man nie im Leben alle. Deswegen habe ich ja gesagt, also eigentlich könnten wir da was verkaufen. Ja, jetzt sind sie natürlich zum Verkaufen nichts mehr. Jetzt kann man sie höchstens noch verschenken, weil die, wie gesagt, austreiben. Das ist nichts Gescheites mehr. Aber so ist es halt nun mal. Ja, auf alle Fälle, das habe ich jetzt. Für die Schweine habe ich da noch einen von meinen gekochten Pötte. Ist der da. Da liegen mehrere hier oben drauf, da werden sie sich freuen. Dann ein Rest für die Pferde ist noch da. Vom Samstagsfutter. Und das ist der Biomüll, den ich heute aussortiert habe. Ja, der ist immer überschaubar. Hält sich mal richtig schön in Grenzen, so muss das. Fein. Ja, wie gesagt, der eine Teil Futter kocht jetzt und Kartoffeln habe ich geholt. Und wenn wir schon bei den Kartoffeln sind, habe ich mir gedacht, könnte ich euch mal den Kartoffelkeller aktuell zeigen. Thema Futterkartoffeln, die sind jetzt komplett leer. Ich habe ja gesagt, der eine Topf, da sind jetzt schon welche für uns drin. Das ist aber nicht schlimm. Die müssen, wie gesagt, auch weg. Gehen wir halt mal hier runter, hier wird es gleich wieder dunkel werden, da kommt die Kamera wieder nicht damit zurecht. Also, der erste Teil ist leer, rechts waren ja die ganzen Futterkartoffeln drin und das sind Eigenbedarf, da fehlt zwar schon einiges, aber wie man sieht, sieht man, es ist immer noch genug da. Schade ist es halt um solche hier, das sind nochmal so richtige Bombe. Und dann halt die ganzen kleinen. Ich habe schon gedacht, ich werde davon jetzt dann wieder was raus tun. Da nehme ich mir wieder meinen Schwung zum Säen. Ist zwar nicht optimal, weil es ja eigentlich auch kein Saatgut war, sondern naja. Zweck Saatgut, da habe ich auch schon irgendwas hier stehen. Ich bin nämlich raffiniert. Ich sortiere mir natürlich aus. Ich kriege zwar noch zusätzlich Saatgut. Habe ich mir schon was bestellt. Zwei Sorten, die ich noch haben wollte. Gala, die hatte ich, und Siglinde, glaube ich, hieß die andere. Die habe ich mir nur noch bestellt. Und ich habe hier schon liegen. Sorte Talent kannte ich vorher auch nicht. Dann rotschalige. Dann haben wir hier drüben. Da sind noch ein paar Gala dabei. Nicht viele. Unten drunter habe ich blaue St. Galle. Und das ist, denke ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2 Kisten mit Afra. Afra ist auch mehlig kochen, die hatten wir sonst auch immer. Afra und Gala normalerweise und ein paar Frühkartoffeln. Das ist jetzt von meinem ganzen Futterzeug, was ich immer kriege, da habe ich mal einfach irgendwas weg. Da ziehe ich mir dann selber, wie man sieht, die treiben ja schon schön aus. Ganz vorzüglich. Da muss ich natürlich beim Stecken dann aufpassen, dass ich nichts Schimmliges dabei habe, dass ich das dann stecke, sondern nur schöne, ganz klar. Aber man sieht schon, da kommen doch einige hoch, einige Wurzeln schon so richtig. Ja, da muss ich mal gucken, also ein bisschen was werde ich davon noch aussortieren. Von meinen Bamberger Handler tue ich noch was weg. Da waren auch noch welche mitgesteckt. Muss ich mal gucken, die sind natürlich recht klein gewesen, aber ich habe ein paar schöne große noch raussuchen.
Und von dem Schwung da vielleicht auch noch ein paar. Und ich habe ja eigentlich vor, das Ganze dann ein bisschen reinweiß zu machen, dass ich weiß, wo ich was habe. Und die da, die bunt gemischten, die sollen dann als Futterkartoffeln wieder herhalten für die Schweine. Und der Rest für uns selber, beziehungsweise, es ist ja der Plan, vielleicht dann ab Herbst dann auch einmal irgendwas zu verkaufen. Inoffiziell verkaufe ich ja ab und an mal was. Gehen ja schon ein paar Eier raus oder so. Oder ja, wenn jemand Kartoffeln gebraucht hat, dann mal ein paar Kartoffeln oder so. Überhaupt kein Thema. Ganz offiziell war es halt noch nicht, aber es ist ja, wie gesagt, geplant, so eine Art kleinen Hofladen zu machen oder einen Hofverkauf. Hofladen selber mache ich nicht, einen Hofverkauf ab Keller quasi. Aber da muss ich mal sehen. Das muss ich aber noch alles mit dem Amt abklären, dass das auch alles passt. Und ja, dann sollte das laufen. Bevor hier unten dann wieder Kartoffeln gelagert werden, habe ich sowieso vor, den Keller hier unten auch immer zu kalken. Man sieht, die Wände sind zwar noch weiß, aber teilweise schon abgeglatzt. Schimmelbildung habe ich hier unten noch keine. Toi, toi, toi. Das Klima hier unten ist eigentlich ideal für die Kartoffeln. Aber ich habe gesagt, ich will hier unten trotzdem dann nochmal frisch kalken, dass die Wände wieder schön weiß sind. Zumindest diesen Raum, wo die Kartoffeln lagern. Und dann passt das wieder. Ja, so viel auf alle Fälle jetzt aktuell zu meinem Kartoffelkeller. So sieht's aus. Ich werde jetzt dann demnächst einmal noch irgendwas aussortieren. Vor allem, wie gesagt, vor die Bamberger Handler, da will ich wieder welche. Und selbstverständlich auch vor die anderen. Und Saatkartoffeln habe ich, wie gesagt, hier stehen. Und dann gibt es heute wieder einiges zu stecken. Ich hoffe, das wird nicht wieder so durcheinander, dass alles zusammen in die Steckmaschinen gekippt wird wie letztes Jahr. Also dieses Chaos möchte ich vermeiden. Ich möchte auch mal Saaten reinstecken. Ich mache mir dann auch einen Plan, dass ich weiß, wo ich was habe. Weil am Feld jetzt aufzustellen wäre ein wenig dumm. Dann weiß gleich jeder Bescheid, ach, da muss ich graben, da muss Mehl kochen, da muss Fest kochen, oh, prima. Natürlich nicht. Aber ich mache mir selber einen Plan, wo ich dann weiß, wo ich was habe. Und wo ich dann auch, wenn ich frühzeitig Kartoffeln brauche, haben möchte, wo ich dann nochmal graben kann. Und genau weiß, was da jetzt dann steckt. So ist, wie gesagt, heute das Ziel, so ist der Plan. Und ob das so klappt oder nicht, das werden wir im Laufe des Jahres sehen. Also letztes Jahr hat es überhaupt nicht funktioniert, aber ich bin froher Dinge. Es könnte ja mal gehen. Gut, so viel dazu. Neuer Tag, neues Glück. Donnerstag früh haben wir jetzt. Ich werde ab und an mal gefragt, wann für mich eigentlich mein Tag beginnt. Ja, mir klingelt immer um 5.20 Uhr. Wir haben jetzt aktuell 5.30 Uhr. Bin fertig angezogen und ich schmeiße jetzt um die Zeit meine Viecher raus. Immer vor dem Frühstück, dann gehe ich frühstücken und anschließend auf die Arbeit. Arbeitsbeginn ist immer um 7. So, Futter habe ich auch schon da stehen. Nicht gleich noch einmal mit. Hier ist für die Schweinchen, für die Hühner. Bisschen Licht. Auf nach da unten. Ui, kalt geworden. Richtig frisch. So früh um die Zeit ist eigentlich die schönste Zeit. Da ist noch ruhig und friedlich. So ruhig und friedlich, dass die Schweinchen erscheinen.
So, und das war's schon. Hühner und Schweine sind draußen. Und jetzt geht's für mich ans Frühstück. Ja, was gibt's heute? Cornflakes und Kaffee. Manchmal ist es Kuchen, Kaffee. Immer ganz unterschiedlich. Gut, schauen wir mal, ob wir uns später dann nochmal sehen. So Leute, mittlerweile Donnerstagabend. So schnell vergeht die Zeit. Heute bin ich ein wenig später von der Arbeit gekommen. Wir hatten Monatsbesprechung. Ja, ganz normal. Hat mein Bruder gesagt, das ist immer so. Ja, deswegen ein bisschen später dran. Aber auch kein Problem. Hat gar die Stelle alle gemacht. Jetzt ist es kurz nach 6. Mist, habe ich schon wieder eine schöne Ladung zusammen. Die werde ich aber heute wahrscheinlich eher nicht mehr verfahren. Ich denke, da wird es zu spät. Was ich jetzt gerade noch mache, hinten bei den Pferden Wasser auffüllen. Einen Kübel habe ich schon, der zweite ist gerade drüber und natürlich die große Badewanne. Die haben hier Futterration gekriegt. Ja, was da aufs Wochenende ansteht, das heißt, wenn das Wetter hält, also schön wäre natürlich schon, wenn einmal ein Regen käme, aber wenn das Wetter hält, dann wird die Koppel versetzt. Also man sieht schon, die ist jetzt ziemlich abgetreten und ja, das Gras so kurz, da wächst nichts mehr. Die soll jetzt dann deutlich kleiner werden und ein Stückchen hoch, dass sie vom nächsten Grünen ein bisschen was kriegen. Und dann schauen wir da mal weiter. Ja, ansonsten Pferde geht es natürlich ganz gut, da passt soweit alles. Da ist die Große, die Hanna und der Gandhi. Da hüben steht die Emma, falls wir überhaupt was erkennen. Da der Maggie und da vorne der Jockel. Ja, die Mampfen hier unten jetzt, die sind beschäftigt. So viel zu den Pferden. Dann bin ich einmal gefragt worden, ob ich den Reili nicht einmal aus der Nähe zeigen kann. Das können wir natürlich machen. Der sitzt eh gerade schön hier. Und ja, mal gucken, ob er fotogen ist. Na Reili. Wen es interessiert, was ist der Reili für eine Rasse? Ja, ist keine Rasse, ist ein Mischlingshund, der kommt aus Rumänien oder Kroatien, ne, Rumänien glaube ich. Da steckt Beagle drinnen, da steckt der Wing Terrier drinnen, da steckt der Wing Dackel mit drinnen, ich weiß nicht was noch alles. Halt so eine Promenadenmischung quasi. So ganz ein Lieber. Jetzt frisst er gerade wieder eine Bananenschale. Ja, der ein oder andere hat ihn ja schon live gesehen mittlerweile. Ist ein ganz lieber Hund, der hört normalerweise auch immer. Er rennt normal auch nicht davon. Ja, nachts schläft er ja bei mir im Zimmer, da hat er ein Körbchen stehen. Da pennt er da. Und tagsüber, wenn ich nicht da bin, ist er entweder oben auf der Terrasse. Da kann er sich dann ein wenig austoben. Oder halt, die Mutter ist daheim, dann lässt sie ihn mal laufen. Und wenn ich abends heimkomme, dann ist er eigentlich immer mit mir unterwegs, so wie jetzt. Und rennt mit rum. Da ist er immer ganz begeistert davon. Ja, so ist es halt. Bei den Hühner unten bin ich heute schon fertig und bei den Schweinen. Da war nicht viel zu machen, habe ich gestern schon vorbereitet, weil ich ja wusste, dass Besprechung ist. Da habe ich quasi gestern schon den Stall ein wenig sauber gemacht, frisches Wasser hinunter. Das ist dann morgen wieder anstehend. Hier, wie gesagt, habe ich jetzt vor aufs Wochenende zu. Also morgen, vielleicht am Samstag, den Zaun zu versetzen. Muss ich mal sehen, ob ich schaffe. Je nachdem, aber es gehört gemacht und den Wurm können sie natürlich. Wurmkur habe ich schon da. Liegt aktuell gekühlt. Und ja, dann waren sie vorher entwurmt, dann wurde die Koppel versetzt und gut ist. In der Wohnung ist auch ein bisschen weitergegangen. Der Vater hat gestern die letzten paar an den Tapeten runtergekratzt, die runter mussten. Und hat schon wieder angefangen neu zu tapezieren. Also mit ganz viel Glück schaffe ich es bis zum Ostermontag, die komplette Wohnung dann auch umzuziehen. Weiß ich noch nicht, schön wäre es natürlich. Dann wäre der ganze Heckmecker mal weg, weil dann die nächsten Feiertage dauern ja wieder ein bisschen. Pfingst ist ja glaube ich erst im Juni. Und dann steht ja an, die Kartoffeln stecken, Kartoffelacker vorbereiten und, eine Haufen arbeiten. Von daher wird es natürlich schon passen, wenn ich da über die Osterfeiertage die Wohnung noch umziehe. Aber das werde ich sehen. Eins nach dem anderen. Kommt, ist wie es ist. Und dann schauen wir mal. Ja, dann
wollte ich ja eigentlich den Mist verfahren, dass ihr noch irgendwas auf dem Video drauf habt, aber ich habe jetzt gedacht, naja, mir wird es jetzt zu spät. Hier oben läuft das Wasser jetzt gerade noch neu. Das dauert auch noch einen Moment. Da fällt mir aber ein, ich bin letztens auf Instagram gefragt worden, also im Livestream, den ich gemacht habe, ob ich nicht einmal hergehen kann und kann unseren Stottel von innen zeigen. Und naja, das könnte man eigentlich auch mal schnell machen. So viel Zeit muss sein, bis das Wasser reingelaufen ist, muss ich sowieso warten, kann ich ja eh nicht weg. Oben kocht noch ein Pott Kartoffeln für die Schweine, der steht noch drauf. Und dann kann man die Gelegenheit mal nutzen, zeige ich euch nochmal den Stottel. Also, hier unten an dem Tor, wenn ich hier aufmache, steht mein Mähwerk. Übrigens ist mittlerweile gerichtet, das hat mein Vater nämlich schon gemacht. Da war ein Ring hier kaputt und dann ist die Gelenkwelle, der Schutz von der Gelenkwelle immer runtergerutscht. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Das funktioniert jetzt wieder, also tipptopp gepflegt, neue Messer sind schon drin und. Das Mähwerk ist einsatzbereit für den Frühjahrsschnitt, also quasi fürs Heu. Was steht da noch hier innen? Ein alter Leiterwagen. Eine alte Unkrautspritze, Eigenbau aus dem Fass und oben drauf eine Pumphebelspritze. Ein paar Ketten, Flaschenzüge, Seilzüge, ein Windex zum Getreide ausputzen und ein Butterfass war irgendwo da innen noch. Ja, ansonsten dann die großen schweren Gartenschläuche, die 3/4 Zoll und ja, Hackgerät für die Kartoffeln. Ein Schlepprechen, den muss ich auch immer noch herrichten. Da hinten noch eine Rolle von meinem Draht. Geschweige denn, dass man das jetzt überhaupt noch erkennt. Ich befürchte nämlich eher nein. Ich mache ja mal hier wieder zu. Und dann schauen wir mal hier drüben rein. Also ich meine, der ein oder andere kennt ja den Stottel eh vor die Videos. Hier vorne dran steht auf alle Fälle mal der KA15. Der hat halt nun mal jetzt den Platz vorübergehend. Mit der Garage, wie gesagt, weiß ich echt noch nicht, wann es losgeht. Und so lange steht der hier. Die vermeintlichen Ölflecken sind Wasserflecken. Da gehört auch noch der Kühler getauscht. Das steht auch noch an. Der gehört lackiert und dann natürlich eingebaut. Aber der steht erst einmal hinten an. Jetzt ist erst einmal Priorität Nummer 1. Wohnung und Haus fertig kriegen, bevor die Saison richtig losgeht. Sonst kommst du da nicht mehr dazu und ja, der Umzugsstress, der schlaucht jetzt mittlerweile, wir sind seit Oktober drüber. Es hat sich das mal richtig gezogen und ich bin froh, wenn das endlich vorbei ist. Ah, die Mutter und die Eltern, die sagen, es ist nicht mehr auszuhalten, du wirst ja blöd. Von daher, wenn da endlich einmal Feierabend ist, ist auch gut. Ja, hier auf alle Fälle dann Heulage auf der Seite. Da liegen jetzt noch Rundballen. Das müssten 3 oder 4 Stück sein, die da liegen. Und noch ein paar kleine HD-Ballen. Ein altes Förderband haben wir hier drin. Das sollte eigentlich schon lange auf dem Schrott. Ich weiß selber nicht, für was es gebraucht worden ist. Hier drüben haben wir eine Ersatzteillage. Für die Smartphone, meine Leute. Und ja, wie gesagt, KA15 steht hier vorne dran. Der Kipper steht hier drin. Dahinter, geschweige denn, man erkennt überhaupt noch was. Dahinter steht dann der Häcksler. Meine Strohpresse, drüben natürlich Kartoffelsteckmaschine und ja, ein paar alte Holzwägen, Leiterwägen, Mistwägen. Hier hinten dann, ouch, Schwade, Ladewagen, Miststreuer, Kartoffelgrabe und da hinten der alte Einachse. Und zu meiner Linken natürlich noch unsere Mengele Uranus 3, eine Dreschmaschine, relativ groß hier für den Ort gewesen. Das war halt so ein Überbleibsel vor der Zeit, vor die Mähdresche. Wir haben früher selber gedroschen. Es gab einen Lohndrescher hier im Ort und wir haben selber gedroschen. Mit dem großen Ding hier. Also kein so ein Spielzeug, wie man oft einmal auf Ausstellungen sieht, sondern das ist wirklich massiv. Die ist schon auch schwer. Die ist fest installiert hier im Stottel und da kommst du auch gar nicht einfach so ran. Und ehe es jetzt im Video wieder heißt, doch, hättest du doch einmal gezeigt. Na selbstverständlich, mach mal Licht hier unten, wenn man was erkennt.
Es ist wie gesagt alles ein bisschen duster. Da steht mal alte Rolle. Den leider Gottes mal einer Bruder mal überlackiert hat. Jetzt schaut er nicht mehr so toll aus. Früher war er schöner. Da innen steht die Dreschmaschine und eine Betonmischmaschine. Ein Sackhahn mit Hubfunktion. Der hat eine Kurbel seitlich dran. Den kann man hochkurbeln. Ich denke mal, das wird jetzt schon wieder auf der Kamera zu dunkel. Der kann aufgehoben werden. Der ist speziell auch für die Dreschmaschine mit gewesen. Dann hier hinten im Eck ist, wie gesagt, leider ziemlich dunkel der Motor vom Seilkran, vom Heuaufzug. Und hier ein großer E-Motor, mit dem die Dreschmaschine betrieben wird. Die läuft ja auf Riemenantrieb. Ja. Und zwecks Schrotmühle, weil ich da immer mal wieder gefragt worden bin. Das da ist eine Schrotmühle. Der Klotz hier. Der ist für große Mengen. Schüttest du oben dein Getreide noch? Nein. Dann hast du einen Motor mit Riemenantrieb. Dann schrotest du dein Zeug durch. Und hier unten drin hast du ein Vorratsfach. Da kannst du dann eine richtig schöne große Menge lagern. Also das haben sie früher immer gemacht. Da haben sie dann immer für 3-4 Tage für die Schweine das Futter drin geschrotet. Also die ist doch relativ groß, was das betrifft. Wird im Moment nicht eingesetzt. Ich habe schon überlegt, ob ich sie vielleicht einmal wieder reaktiviere für meine Soi. Aber ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, ist halt leider immer recht dunkel im Stottel. Wir haben hier innen nicht viel Licht. Es gibt zwar hier ein paar vereinzelte Birnen da und hinten ist noch eine. Aber je weniger Elektrik in einem Stottel drin ist, desto geringer die Gefahr, dass hier irgendwas abfackelt. Muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Zu viel Strom und zu viel Zeug drin ist nie gut. Das ist auch mit dem Schlepper, der, wenn hier innen steht, du, wenn es startest oder was, steckst du nie drin, Funkenflug beim Starten, dann brennt das ganze Ding hier. Ich meine, der Stottel ist 250 Jahre alt und furztrocken, kannst du sagen. Das Holz hier ist einfach trocken. Ha, sind wieder Beschriftungen drauf, haben sie früher die Ballen gepresst. Ich denke, die Mengen. Und vom Dreschen das ganze Zeug. Was steht da? Keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen dunkel drin und man sollte nicht zu viel Brennbares reinstellen. So ein Schlepper mit Tank ist natürlich auch ein Brandbeschleuniger, gehört normalerweise hier gar nicht rein, muss man ganz ehrlich sagen. Ist auch der Grund, warum auch der große Radlader damals weggekommen ist. Der stand immer an diesem Platz hier, wo der Kipper und der Kramer jetzt stehen. Der alte Zettelmeier, der 14-Tonnen-Lader. Einmal war er zu groß für uns und das zweite war, die Versicherung will halt auch nicht unbedingt, dass hier innen was steht. Sagen wir mal so, solange nichts passiert, wird es nicht interessieren. Aber hast du mal einen Brand oder was und da stand der Radlader drin und ist mit abgebrannt, dann kommen sie natürlich und dann geht die Streiterei los. Warum, wieso, weshalb. Und das will ja keiner haben. Gut. Schweres Schloss. Zu den Hobel und das mit einer Hand. Echt. Jetzt ist zu. Geht doch. Ja. So schaut die Scheune auf alle Fälle aus. Ein Riesengebäude. Die Hauptscheune steht ja hier vorne dran und dann sind die Anbauten rangekommen, wie hinten der Stall. Und natürlich der Anbau, der hinten ausgeht. Also unten her, wo der Einachse und das drin steht, ist auch ein Anbau, kam auch später. Und soweit bekannt ist es ein Teil davon vom alten Burgheiger Schulhaus, vom ganz alten Burgheiger Schulhaus. Das ist hiermit verbaut worden. Ja, mei, so war das halt früher, ne? Der Urgroßvater war der Bergermeister im Ort und wie das weggerissen worden ist und neu gebaut worden ist, sind halt die Teile hier raufgekommen. So kommen wir zum Beispiel auch zu Kettengliedern, weil damals der Panzer, der hier gesprengt worden ist, der ist auch abgeschleppt worden und hierher gebracht worden. Ja, sowas passiert nun mal. Hier oben dran die Holzschlicht. Ist ja auch ein nachträglicher Anbau. Also man sieht schon, das sind alles Gebäudeteile, die dann später kamen. Ursprünglich stand mal nur die große Scheune. Und die ist, wie gesagt, doch schon recht alt.
Also 250 Jahre, so Pi mal Daumen, kannst du sagen. So, mit dem Wasser für die Viecher sind wir auch fertig. Das stelle ich jetzt hier im Waschhaus noch ab. Hier haben wir, wie gesagt, unterirdischen Schlauch drin liegen. Ist zwar im Winter wie umständlich, weil er nicht beheizt ist, den müsst ihr immer wieder abstellen. Aber wenn man es weiß, ist das kein Problem. Dann pustet man im Winter aus und dann geht das wunderbar. Auch bei Minusgraden und wenn es im Boden friert. Ansonsten ist der Schlauch ganz praktisch. Früher sind wir mit dem Wasser immer hintergelaufen, aber spätestens als die Pferde kamen damals. Dann bist du schon gelaufen, ne? Also ich, wenn jetzt überlegt, das sind jetzt 300 Liter Wasser, die ich hinter habe und das machst du 2-3 Mal die Woche, je nachdem wie die Witterung ist. Da weißt du, was du getan hast. 2 Gießer, der Gießer hat 10 Liter, dann rechnest du aus, 30 Mal laufen. So ist das halt, ne? Beziehungsweise 15 Mal laufen, weil man immer 2 Gießer gehabt hat. Ja. Da haben wir den Stottel nochmal vor der Frontseite. So sieht man ihn von oben. Ach, ich finde, das ist einfach ein schönes Gebäude. Und ich finde es fast ein wenig traurig bei uns. Und im Ort haben sie jetzt einen Stottel weggerissen. War auch in etwa so alt. Da kommt jetzt dann noch ein paar Teile Wohnhaus noch. Ist irgendwie schade, wenn man sich das überlegt. Das Ortsbild wird ganz schön zerstört durch sowas, wenn sowas weggerissen wird. Und ich freue mich da immer wieder, wenn ich heimkomme, hier in den Hof reinfahre und den alten Stottel sehe. Freut mich immer wieder. Sowas prägt meiner Meinung nach das dörfliche Bild. Aber das sehen halt leider nicht mehr alle so. Was will ich mit dem Stottel, wenn ich keine Landwirtschaft habe? Also baue ich da ein Haus hin und vermiete dann für nur ein paar Teilen. Da habe ich mehr davon. Ich meine, verstehe ich einerseits auch, aber schade ist es trotzdem. Deswegen mag ich die Lage hier eigentlich umso mehr. Ja, und dann alle, die immer sagen, Artenvielfalt, Volksbegehren. Schaut euch meinen Garten an. Und dann möchte ich wissen, ob ich jetzt so ein Saubauer bin, wie es immer heißt. Also, hier steht die Kastanie, die wird jetzt auch bald blühen. Kirschbäume. Da und da. Apfelbäume haben wir hier stehen, Birnbäume haben wir hier stehen, der große Ahorn hier drin. Überall blüht's und sprießt's. Meine Wiese ist nicht so steril, da wachsen Löwenzahn, Gänseblümchen, Löwenzahn wächst mit drin. Und die steht auch mal ein bisschen höher hier, wenn ich jetzt mit dem Fuß reintrete. Also die sind bestimmt teilweise schon 20 cm und höher. So viel zum Thema, immer die blöden Saubauern, die alles kaputt machen. Ne? Ich sage immer, schaut euch ja mal um. Hier in meiner Wiese, da wachsen die Narzissen. Die ganze Wiese da, der wartet da mal ab. Die steht dann wieder voll mit Kleegras, mit Butterblümler und. Ja, da sollen sich manche andere ja mal dran ein Beispiel nehmen. Und manche sollten sich schämen, wenn ich ihre Garten angucke. Und wenn ich mir dann meinen Garten angucke. Oder schaut doch mal hier rüber. Die ja wunderschönen Bodendecke, so richtige Kissen sind es, blühen wunderbar, da hängen den ganzen Tag die Hummeln und Bienen dran. Ich meine, jetzt ist es aktuell relativ kühl, aber sonst hast du da die Hummeln, Bienen und. In der alten Sandsteinmauer da drin. Das ist übrigens das alte Fundament vom Bauernhaus hier. Da innen, da nisten im Winter die Hummeln, da haben sie ihr Quartier, da haben wir Kröten drin und. Da steht eine Felsenbirne, die blüht jetzt schon. Ja, also wie gesagt, so viel zum Thema, die bösen Saubauern, die alles kaputt machen. Von wegen pfeife ich drauf. So viel mal hier zu dem Punkt noch. Gut, dann war das wieder mal ein Video, wo ich viel gelabert habe, wo nicht viel passiert ist. Ist halt leider immer so, gerade wenn es aufs Wochenende zugeht. Ist immer schwierig, weil ich halt auf die Arbeit gehe. Freitag fängt es dann wieder an, dass ich viel machen kann. Deswegen, wie zum Beispiel jetzt das letzte Dienstagsvideo, da passiert halt dann nochmal mehr, weil das natürlich am Wochenende passiert, aber das kommt halt erst am Dienstag. Ist immer ein bisschen schade, aber was will ich machen? So ist es halt nun mal. Ich hoffe trotzdem, dass das Video wieder gefallen hat. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich immer wieder, wenn ihr dabei wart und dabei seid. Ich freue mich wieder auf die Kommentare unten drunter und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Servus, euer Michel.